Ich bin noch nicht bereit. Zu groß.
Taschen sind voll. Ich verstehe. Meine Mutter war also Ritterin der Reue. Hätte sie sich auch so entschieden, wenn sie gesehen hätte, was aus der Welt geworden ist? Danke, dass ihr mir die bringt. Meine Taschen sind voll. Gut, was habt ihr noch? Die beste Rüstung in den Gipfeln. Gutes Geschäft. Bei Vaters Segen. Ich nehm's. Und dann, sichere Reise. Nehmt ruhig, was übrig ist. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht.
Wie ihr sicherlich wisst, kann selbst scheinbar alltäglichen Objekten große Macht innewohnen. Ich kann euch helfen, diese Macht zu befreien. Der Prozess zersetzt das ursprüngliche Objekt und hinterlässt den reinen Aspekt seiner mystischen Kraft. Stellt es euch so vor, als würde man einem Körper die Seele entreißen und sie in einen anderen übertragen. Nicht, dass mir so etwas in den Sinn käme. Schon gar nicht in Hörweite der Kathedrale. Ich mache das Gewöhnliche zu etwas Besonderem. Lebet wohl. Ich war nie religiös, bis ich Zeugin eines Wunders wurde. Inarius selbst hat einen Mann mit dem Licht gesegnet. Er stand auf und konnte zum ersten Mal seit Jahren gehen, gleich an Ort und Stelle. Das Licht ist real, mein Freund. Findet Trost darin. Man hört überall davon. Der große Krieg gegen das Böse. Der Tag, an dem Inarius uns alle mit in den Himmel nimmt. Ich hoffe, dass meine Katze ebenfalls mit uns kommen kann. Tag und Nacht strömen sie in die Stadt. Höfliche Leute. Und sie zahlen ihre Rechnungen. Was man von einigen Ortsansässigen hier nicht behaupten kann. Ihr kommt zur rechten Zeit, mein Freund. Quera hier ist davon überzeugt, dass ihr Mann von einem Dämon besessen ist. Das ist er. Er verschwindet stundenlang und kehrt mit blutigen Händen zurück. Er sagt, er kann sich an nichts erinnern, aber
Er hat mir Angst gemacht, also habe ich ihn im Keller gefesselt, um Hilfe zu holen. Und ihr bekommt Hilfe. Kommt, zeigt uns, wo er ist. Die Tür ist beschädigt. Warte draußen, Quera, nur um sicher zu gehen. Also gut. Zeigen sich bereits Dämonen? Ich sehe ihren Mann nicht. Was war das? Vasek, mein Ehemann. Er versteckte sich oben. Er rannte hinaus. Schnell, bevor er noch andere verletzt. Seid ihr wohlauf? Es sieht schlimmer aus, als es ist. Ich werde es überleben. Geht! In die Kanalisation geflohen. Vasek, wartet!
die nötige Essenz. Vorsicht, das ist eine heikle Situation. Wie zuvor. Nehmt meinen Kelch und stellt ihn so nah wie möglich an ihn heran. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Vasek, bleibt ganz ruhig. Sagt ihr die Litaneien mit mir auf? Nein! Nein! Bleib fort! Alles wird gut. Vater Inarius, reinigt mein böses Blut in eurem Lichte, während ich es vergieße. Aufhören! Bitte! Es schmerzt! Möge das Licht die Dunkelheit füllen. Nein! Nein! Etwas stimmt nicht. Genießt euren bedeutungslosen Sieg, solange ihr noch könnt. Vasek, ich habe euch im Stich gelassen. Es tut mir so leid. Wir müssen hier raus. Mir geht es gut. Ich brauche nur ein warmes Feuer und etwas Ruhe. Danke. So schlecht es auch gelaufen ist, ohne euch wäre es viel schlimmer gekommen. Irgendwie muss ich die richtigen Worte finden, um Quera von ihrem Mann zu berichten. Passt auf euch auf, Kind.
gehängt, gebrandschatzt und gefoltert. Als ich an diesem verlassenen Ort starb, wurde mir keine Gnade des Lichts zuteil. Ihr Weg zur Erlösung führte mich nur in die Finsternis. Jetzt ist Blut mein Lebenszweck. Ich werde mich vom Leben dieser Welt nähren. Für immer. Thank you.
Zeit. Dies, während ich zwischen den verderbten Gräbern jener, die meine Brüder sein könnten, verblute. Ich habe diese elenden Kreaturen schon gejagt, seitdem ich ein Messer gegen sie erheben konnte. Sie ernähren sich von Blut und vermehren sich stark. Ich habe sie in dieses Nest gejagt, doch das war eine Falle. Ihr Anführer kann die Toten erwecken. Und ich sorge mich um alle, die sich ahnungslos in diese Krypten verirren. Solltet ihr dazu fähig sein, so jagt sie. Lasst meinen Tod nicht vergebens sein. Yeah.
Zeit. Der Wind ist zu schneidend geworden, selbst für diese Gegend. Die Kälte draußen ertrage ich, solange es still ist. Na,
kriegt niemals Kinder. Ein Hinterhalt? Diese verfluchten Bestien. Das war Namrans Kette. Danke, dass ihr sie zurückgebracht habt. Unser Häuptling vernahm den Ruf der Urahnen. Und so antworteten wir. Unser Schicksal erwartet uns unter dem Berg. Und weder Mensch noch Bestie werden uns aufhalten. Ihr wollt eine Audienz bei unserem Häuptling? Verdient sie euch. Tötet unsere Feinde. Jagt die Kassra des Eisclans, die diesen Berg heimsuchen. Zerschmettert ihre Körper und bringt ihre geborstenen Knochen als Tribut zurück. Dann erkennt der Häuptling euch vielleicht an. Sehr schön. Gemacht. Guter Preis. Gehabt euch wohl, mein Freund. Ich sitze zu viel drin rum. Ich glaube, ich werde fett. Weniger quatschen, mehr zuschlagen. Unser Zweck bleibt klar, aber unsere Moral sinkt. Baltok, der Champion des Häuptlings, wurde vor kurzem getötet. Jetzt haben die Khazra seine Waffe, den legendären Grizzly Malmer. Es fällt schwer, dies von einem Außenseiter zu erbitten. Bitte holt den Hammer von diesen schändlichen Bestien zurück. Wenn wir ihn ihnen überlassen, ist es eine Schande für unseren gefallenen Champion. Zuletzt sah man ihn, als er in eine Höhle in Malnok geschleift wurde. Malnok war eine Siedlung, bevor die Zauberer von Khazra aus dem Berg gekommen sind. Jetzt sammeln sich Ziegenmenschen dort in großer Zahl. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, welche üble Magie sie dort praktizieren. Ihr müsst die Khazra bezwingen, bevor ihr den Grizzly Malmer suchen könnt. Viele haben es versucht, aber niemand hat es bisher geschafft.
Der Grizzly Malma stammt noch aus einer Zeit, in der wir auf dem Berg Ariad lebten. Einer Zeit, in der die Kinder von Bulkators ihn gegen die Dämonen geführt haben, die diese Lande belagerten. Unsere Ahnen holten ihn sich immer zurück, wenn sein Besitzer starb. So wie wir es auch jetzt tun. Trotz seiner Wunden ließ Baltok den Grizzly Malma nicht los, als er fortgeschleift wurde. Wir stellen diese Trophäen zur Schau, um die Urahnen zu ehren und ihre Weisheit zu uns zu lenken. Die Schädel erinnern mich daran, dass der Tod immer in der Nähe ist. Ob ihre oder meine. Für einen Schädel halte ich mir einen Platz frei. Den des Ziegenmenschen, den wir Koller, den Sammler, nennen. Er jagt im Norden und labt sich an unseren Gefallenen. Koller hat uns herausgefordert. Wenn ihr mir seinen verdammten hässlichen Kopf bringen würdet, würde euch das große Gunst bei meinem Stamm einbringen. Ich erledige das. Die Bestie thront auf einem Berg von totem Fleisch. Unser Häuptling hat unseren Kriegern weitere Versuche untersagt, sie zu erlegen.
Mit dem Essen in Yelesna hattet ihr recht. Sie können einen Mann auf dem Scheiterhaufen verbrennen, aber keine Ziege würzen.